Mission 19, Luke Skywalker. Der abscheuliche Verbrecher Jabba the Hutt will wichtige Persönlichkeiten der Rebellenallianz führen und ein Lösegeld fordern. Andernfalls wird er sie drohen, sie dem Imperium zu übergeben. Natürlich plant der gemeine Jabba in Wahrheit, das Lösegeld zu kassieren, seine Gefangenen dennoch an das Imperium zu verkaufen und sich das doppelte Kopfgeld einzusacken. Das nächste Ziel, Luke Skywalker, der große Jedi-Held der Allianz, der zuletzt in den dunklen Gassen des Mos Eisley-Raumhafens gesehen wurde. Da drüben kann auch schon jemand, im Chat kann auch schon jemand den Text auswendig hier, sehr gut. So, er muss hier gar nicht so weit weg sein. So, wir sind sehr nah dran. Es wird warm, 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 heiß, heiß, heiß. Hier hinten vielleicht schon. Der muss doch hier direkt sein eigentlich, nein. Nicht da. Okay, okay, okay. Nicht da. Vielleicht in dieser Tür. Nein, auch nicht. Aber der muss hier irgendwo vorne sein, auf jeden Fall. Kann man hier, komme ich hier rein? Boom. Ich glaube, ich komme hier rein. Schauen wir mal, ob er sich hier drinne versteckt vielleicht. Hier ist eine doppelte Punktzahlzone, aber er wird mir nicht mehr angezeigt. Also scheint er hier nicht drinne zu sein. Ist er oben drauf? Oben drauf ist er auch nicht. Nee. Vielleicht ist er in der Kantine drinne da vorne irgendwo. Das könnte ich mir noch vorstellen. Hier so eine Tür. Nee, aber die Tür ist verschlossen. Der Weg ist versperrt. Der ist da oben, schreibt gerade jemand. Definiere da oben. Ah, man konnte ja hoch... Ah, ich weiß, glaube ich, wo du meinst. Man konnte sich hier sowas aufbauen und dann da hochfliegen, glaube ich. Hörst dir auf. Ich will hier doch nur in Frieden meine Sachen machen. So. Ah, oh, hört doch mal auf, ey. Was machen die anderen eigentlich die ganze Zeit? Immer muss ich hier nur kämpfen. So, nein, da kommen schon wieder welche. Nicht mich hier schießen. Nein, ich bin in der... Wie kann er denn da um die Ecke rumschießen? Nein, 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 nein. Weiterschieben, weiterschieben. Einfach nicht beachten, die Gegner. Einfach nicht beachten. Einfach weitermachen. Ah, genau das Ding meinte ich hier. Das wollte ich zusammenbauen. Stimmt, da kann er nämlich da oben sein. Dann. Oh, hört ihr mal auf hier. Das kann ja nicht wahr sein. Auf der Königinnenwidme, meint ihr, ist er. Also so heißt das Schiff, was hier abgestürzt ist, wo ich gerade versuche hochzukommen. Und das auch schon. Hello there. Sehr gut, sehr gut. Ah, das war doch schon mal effektiv. Er ist oben. Habt ihr auch geschrieben? Da hattet ihr recht, dass er da oben ist. So, da war es nur noch einer, den wir einsammeln mussten. Eine letzte Kopfgeldjäger-Mission, bevor es dann nochmal zwei Bonus-Missionen gibt, glaube ich. Oder habe ich mich jetzt verzählt? Ne, es müsste die letzte sein. Mir wird der Text ja schon richtig fehlen hier. So, Han Solo müssen wir auch noch hier einfangen und ein letztes Mal diesen Text hier lesen. Ich weiß schon, dass ihr ihn vermissen werdet. Ich vermisse ihn auch schon, den Text. Also, das wird schade sein, dass wir den nicht mehr lesen werden. Aber ein letztes Mal noch. Mission 20, Han Solo. Der abscheuliche Verbrecher Jabba the Hutt will wichtige Persönlichkeiten der Rebellenallianz entführen und ein Lösegeld fordern. Andernfalls wird er drohen, sie dem Imperium zu übergeben. Natürlich plant der gemeine Jabba in Wahrheit, das Lösegeld zu kassieren, seine Gefangenen dennoch an das Imperium zu verkaufen und sich das doppelte Kopfgeld einzusacken. Das letzte Ziel, Han Solo, ein ehemaliger Schmuggler, der zum Helden der Allianz wurde. Er ist auf der Rebellenbasis auf Hoth stationiert. Alles klar, dann mal auf nach Hoth. So, hello there. So, du bist hier direkt hinter der Tür drin, habe ich jetzt mal beschlossen. Wehe, wenn nicht. Nope, bist du nicht. Schade. Schade, schade, schade. Sorry, Jungs, muss durch. Aber so weit weg kann er auch nicht sein, weil er immerhin schon angezeigt wird. Kann ich das irgendwie... Ah, ne, jetzt muss ich zusammenbauen hier. Da muss ich ja so ein Sprengding hier zusammenbauen, um da durchzukommen. Alles klar, lass mich mal durch, Jungs. Lass mich mal durch. Ja, ich habe Clone Wars gesehen. So. Mal hier drauf. Einmal. Nein, du sollst auf die Dinger drauf schießen. Die anderen lassen wir jetzt mal schön in Ruhe. Die sollen machen, was sie wollen. So, hier haben wir schon mal schön aufgewärmt. Wo ist denn der Gans? So, hier müssen wir irgendwas so rumschieben. Was war denn das, was man hier muss irgendwas zusammenbauen oder so? Um das nochmal aufzuwärmen da. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gab es da noch einen anderen Raum? Wir machen mal Kaffee erstmal.
Kaffee ist die Lösung in dem Fall. Nein, Kaffee ist nicht die Lösung. Okay, wir müssen das mehr gleichzeitig machen. So, das war gleichzeitig genug jetzt. Das war aber irgendwie auch nicht das Rätsels Lösung, oder? Nee, da gibt's glaube ich dann tatsächlich. Aber hier ist ja eigentlich auch nichts mehr. Aua. Ah, das Heizding. Ja, das Heizding schieben wir. Das Heizding muss doch erstmal da sein. Oder? Ah, nee, das Heizding ist ja schon da. Ich muss es bloß in die Richtung schieben. Ja, stimmt. Ich dachte, ich muss erst das aufbauen, das Heizding. Ihr habt natürlich recht. Natürlich habt ihr wieder mal recht. Wie immer. So. Kaputt. So, Jungs, ich muss leider mal durch. Hab's eilig. Hab nur noch 59 Sekunden. Wo ist denn der ganz versteckt, der? Müsste echt das ganze Level hier einmal durchmachen? Kann nicht wahr sein. So. Ja, hier muss er. Hier ist er jetzt doch drin, oder? Da oben ist er. Ach, da mussten wir das Ding. Ah, okay, weg. Da mussten wir das Ding irgendwie verschieben, um da hochzukommen. Wobei, wir können es auch versuchen. Vielleicht schaffen wir es so. Ich glaube, wir schaffen es nämlich auch so, wenn ich das so mache hier. Nein! Nein, hoch. Doch, das klappt. Haha, wir haben das letzte Kopfgeld eingesackt. Sehr gut. Was ich für ein Handy habe, ich habe ein Huawei P20 Pro. So, vier haben wir noch. Vier goldene Steine fehlen uns noch. Nicht zu den 100%, aber damit wir alle goldenen Steine haben, zum Stadtbrunnen zumindest. So, dann gucken wir mal in Richtung Bonusraum, welche Bonuslevel uns da noch fehlen. Was wir noch tun müssen. So, Jabba, hier haben wir alles erfüllt. Haben wir gar keine Belohnung bekommen, oder? Dass wir das alles gemacht haben. Also außer den goldenen Stein, glaube ich, gab es keine Belohnung. Oh, das war knapp. Habe ich Insta? Natürlich habe ich Insta. Da sollte der Link eigentlich auch in der Videobeschreibung sein. Zu meinem Instagram-Kanal. Der heißt Drabugram, heißt der. Da kannst du nochmal Island-Bilder anschauen. Über 100 Island-Bilder habe ich da hochgeladen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, da geht's zu den Bonusräumen da drüben. So, hier, wenn ihr den Indiana Jones freischalten wollt, müsst ihr hier rein. Da gibt's Indiana Jones zu holen. So, wieso haben wir nicht überall alle... Okay, manche haben wir aufgebaut, aber anscheinend nicht gemacht. Okay. Potrennen auf Mos Espa Original. Sind das nicht die Dinger, die goldenen Steine noch gebracht haben? Ah, nee, da haben wir... Haben wir das nicht gemacht? Aber goldene Steine habe ich hier auf jeden Fall nicht. Hm. Story. Habe ich das echt nicht gemacht? Okay. Gut. Man lernt nie aus. Podrennen auf Mos Espa. Das Original. Königin Amidala und ihre Jedi-Beschützer fliehen von Naboo nach Coruscant, um dort den galaktischen Senat über die Invasion der Handelsföderation zu informieren. Als jedoch der Hyperantrieb ihres Raumschiffes während ihrer waghalsigen Flucht beschädigt wird, müssen sie auf dem entlegenen Planeten Tatooine notlanden. Der Text war damals echt kürzer. So, mal wieder eine Zwischensequenz. Richtig ungewohnt, mal wieder Zwischensequenzen hier zu sehen. Ach, stimmt ja, die Unbesiegbarkeit und sowas habe ich ja auch noch. Das ist das Beste. Das ist auch immer so ein Meme, wo er immer so verzweifelt guckt. Ja, sehen wir auch nochmal eine Zwischensequenz. Besuch bei Watto und Anakin. Ja, die Unbesiegbarkeit sollte ich auf jeden Fall hier wieder aktivieren, da hast du recht. So, Anakin hat eine Lösung. Wir können das Podracer-Rennen gewinnen. So, gucken wir mal, ob wir es gewinnen. Hat das echt nicht gemacht damals? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Du hast mich auf Insta abonniert, das freut mich. Hätte jetzt echt geschworen, dass wir das damals schon gemacht haben. Oh, die Zuschauer im Hintergrund sind geil, oder? Diese 2D-Zuschauer. Richtig schön. Ja, okay, es sieht echt ein bisschen anders aus. So, Podracer-Rennen. Warte mal, wir können echt mal die Unbesiegbarkeit. Kann ich die überhaupt anmachen? Zehnfach Punktzahl, da brauchen wir eigentlich... Ach komm, machen wir alles mal an. Aber ich wollte eigentlich nur die Unbesiegbarkeit. Egal, wir machen einfach alles an. Wenn schon, denn schon, oder? Einfach alles mal anmachen, was wir so haben. Ist ja noch einiges, was wir mittlerweile hier anhaben. So. So. Und damit sollte es dann auch klappen hier. Richtig ungewohnt, das Podracer-Rennen wieder zu spielen. Aber es ist echt ein bisschen anders, sieht's aus, oder? Das ist dieser Blur-Effekt ist nicht da. Sieht also nicht so ganz so krass von der Grafik aus, natürlich jetzt wie die alten. So, wir müssen natürlich jetzt hier alle Beschleunigungsdinger verwenden, damit wir schneller sind als
Sibyl war. Ach, da konnte man früher auch noch durch. Das war früher kein so ein, kein Todesstern-Ding. Okay, verstehe. So. Also, kein, warum läuft da die Zeit ab? Ach, das ist die Zeit, die ich vorne sein muss. Ah, in der ich schaffen muss wahrscheinlich die Zeit oder so. Hier kommt nochmal der gemeine Angriff der Sandleute. So, die treffen mich zwar, aber das ist mir egal. Die können mir gestohlen bleiben. So, dann mal gucken, dass wir hier rechtzeitig wieder drankommen. Muss das anscheinend auch immer in einer bestimmten Zeit schaffen, okay. So, ja, es ist doch noch ein bisschen anders, das Podracer-Rennen. Mich wundert echt, dass ich das damals nicht gemacht habe, oder? Ich habe damals den goldenen Stein nicht bekommen. So, mal eben wieder hier vorbei an allen ziehen. Ich hoffe, ich muss vor dem sein in der Zeit. Oh Gott, dann könnte es gar nicht mal so leicht sein. Oh, war das knapp. Das war richtig knapp. So, und da sind wir schon auf der Zielgeraden der ersten Runde. Wieso sind da Minen? Da waren sonst nie Minen. Die sind auch im Dings nicht mehr in dem neuen Level dann, die Minen. Okay, man muss, glaube ich, nur vor denen im Ziel sein. Ja, man muss nur vor denen im Ziel sein, okay. So, das hätten wir auch geschafft, die erste Runde. Bleiben noch zwei Runden, die wir hier erfolgreich abschließen müssen. Mit unserem Anakin's Podracer. Dem schnellsten aller Podracer. Naja, die Szene gibt es natürlich auch noch. Wo Sibyl seine ganze Nettigkeit den Gegnern beweist. So, das Podracer-Rennen ist natürlich auch eines der coolsten Level, wobei ich die neuere Version des Podracer-Rennens besser finde. Shit. Genau, das hat mir auch gefehlt, wenn man drauf geht hier. Ah, Mist, ey. Das war fies gerade eben, das war ja viel zu spät gesehen. Na gut, machen wir es diesmal besser. Muss ich denn da? Ah, da muss ich wahrscheinlich früher ausfallen. Ja, okay, jetzt kommt das nochmal. Kann ich übrigens nicht überspringen, die Szene hier. Müssen wir uns jedes Mal anschauen. In der Hoffnung, dass wir sie jetzt nicht mehr so oft anschauen müssen. Aber ohne Witz, wo kann ich denn da noch ausweichen? Okay, da kann ich da drüber fahren. Ich war einfach zu langsam vorher. Ja, ich war zu langsam. Man kann eigentlich unten durchfahren noch. Okay. Gut zu wissen. So, diesmal sind wir schneller. Hoffe ich. So, vorbei an den anderen. Ich war eigentlich recht flott, meine ich. Bin eigentlich recht gut gefahren hier. Dürfte nicht so viel Zeit liegen gelassen haben. Ich will den Abstand nicht nochmal machen. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, das ist ja echt deutlich schwerer, das Podracer-Rennen hier in der Version. Einmal durch hier, möglichst nicht sterben. Das war jetzt relativ flott, das war gut. Da haben wir den inneren Rand genommen. Und ich habe keinen TikTok, das ist richtig. Das Level hast du ja. Das ist auch deutlich schwieriger, muss man sagen, hier das Level. Also deutlich schwieriger als es beim... Also sie haben es dann deutlich entschärft in der kompletten Saga. In der Version 1 bis 3 war es echt erheblich schwieriger. Boah, da musst du echt jede Kurve perfekt fahren fast, dass du hier vor denen immer im Ziel bist. Boah, 3, 2, 1. Wieder geschafft. Das ist halt echt immer auf die letzte Sekunde, dass ich es gerade noch so schaffe, ey. Huiuiui. So. Schwierigste ist natürlich dann immer die letzte Runde wahrscheinlich, wo man dann vor Sibyl nochmal sein muss. Kann ich jetzt auch verstehen, warum ich es vielleicht damals nicht mehr gespielt habe im Joker. Warum haben wir denn das nicht mehr gespielt? Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir es mal probiert gehabt und so haben es dann nicht geschafft und haben uns dann gedacht, nö, machen wir nicht. Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr, warum wir das nicht gemacht haben. Na gut, also es ist auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung hier zum Schluss, muss man sagen. Wobei der Schluss ist ja noch nicht gekommen, wie gesagt. Es fehlen noch die Super Stories. Es fehlen noch die blauen Minikits. Es gibt noch einiges zu tun hier auf jeden Fall. So, jetzt gibt es aber erstmal hier noch ein Rennen erfolgreich abzulegen. Ah, shit. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, die Geister habe ich auf jeden Fall. Die Geister habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Die ersten Geister wurden bereits gespielt. Ah, da habe ich gerade so ein bisschen in der Ecke hängen geblieben. Ob das meine entscheidende Zeitpunkte sind, die ich verloren habe? Nein! Ah, wieso ziehst du den so weit rüber, selbst wenn ich nach rechts rüber lenke? Oh mein Gott. Okay, die dritte Runde hat es auf jeden Fall in sich. Das merken wir hier schon. Die ist auf jeden Fall eine Herausforderung an sich. Fahr schneller, Anakin. Gib alles. Ach, das war schlecht. Das war dumm. Das war schlecht. Wir bleiben schlecht, nicht beim dumm. Nein, nein, nein. Oh Gott, da zieht es einen ja quasi automatisch immer rein. So, ich versuche mal hier den Sprung zu machen. 10 Sekunden noch, ey. Oh nee, ey. Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht. Diesmal habe ich ein Ding da am Anfang verpasst. Eins von den Beschleunigungsstreifen. 3, 2, 1. Ja, nee. Das war zu langsam. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das eklig. Das habe ich gar nicht so eklig in Erinnerung gehabt. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe, dieses originale Level hier. Weil ich das echt nicht mehr so schlimm in Erinnerung hatte. Da darfst du ja quasi keine Fehler machen. Du musst da jedes Ding erwischen hier und darfst dir quasi keine Fehler erlauben. So, ganz weit drüber, dass ich nicht da wieder drinnen lande. Bin mir nicht sicher, ob das hier oben jetzt wirklich Zeit spart, aber ich glaube, die Beschleunigungsdinger sparen mir tatsächlich ein bisschen Zeit. So, jetzt bin ich
deutlich besser gefahren als vorher gerade. Ich glaube, diesmal sollte ich es schaffen. Ja, diesmal schaffe ich es locker. Diesmal bin ich gut gefahren. So, easy going. Ja, jetzt nochmal die Strecke hier schaffen. Möglichst ohne zu sterben. Ja, so nicht. So nicht. Ohne zu sterben, habe ich gesagt. Ohne zu sterben, habe ich gesagt. Das war jetzt leider ein bisschen mit Sterben. Du hast es so schlimm in Erinnerung, okay. Ich würde mal behaupten, ich schlage mich eigentlich noch ganz gut hier. Ah, wie soll ich denn die beiden Beschleunigungsstreifen mitnehmen, wenn es mich dann immer erwischt an einem? Ärgerlich. So. Da werde ich hier gleich zum Wookie. So, wir fahren mal ein bisschen weiter außen rum, machen ein bisschen größeren Kreis. Dann schaffen wir die Kurve hier vielleicht. Ich hab voll rübergelenkt nach links. Voll rübergelenkt. Du hast eine Stunde für das Level gebraucht. Ich glaube, so lange brauche ich hoffentlich nicht. Das ist der Spielstand vom alten Let's Play hier. Da habe ich extra den alten Spielstand nochmal vom anderen Computer geholt. Und den hier nochmal drauf installiert. Auf meinem neuen Computer. Beziehungsweise einfach nur reingetan in den entsprechenden Ordner, wo er reingetan werden muss. Oh Gott, war das schon wieder zu langsam? Ich hoffe, es war nicht zu langsam. Aber nochmal möchte ich diese Stelle hier nicht machen. Aber wenn ich jetzt alle Beschleunigungsstreifen hier mitnehme, dann sollte es eigentlich klappen, oder? 8 Sekunden nur noch. Was? Wie viel schneller hätte ich denn hier noch sein sollen? 3, 2, nein! Ah, bitte nicht spam im Chat. So, jetzt weiß ich aber, wie ich das hier machen muss. Ah, Gott. So, jetzt waren wir zumindest einen Tick schneller schon. Ah, Mist, nein, nicht wieder die Ecke mitnehmen hier. Die Ecke hat mich schon wieder Zeit gekostet. Davon war es ganz knapp, glaube ich. Noch liegen wir halbwegs in der Zeit. Noch, glaube ich. Ah, ja, das war's jetzt. Ich hätte nicht reincrashen dürfen, den einen. Das hat mich dann, glaube ich, gerade zu viel Zeit nochmal gekostet. So, die Kurve möglichst eng fahren, dann hat man vielleicht hier noch eine Chance. 3, 2, 1. Ja. Oh mein Gott. So, für Disney Infinity habe ich momentan keine Tipps mehr. So, bremsen die mich eigentlich entscheidend, diese Dinger hier, oder? Ich glaube nämlich nicht. Ne, die bremsen mich nicht entscheidend. Shit, da habe ich einen verpasst, gerade von den Beschleunigungsstreifen. Ich hoffe, es klappt trotzdem noch, oder muss man die wirklich alle mitnehmen? Die muss man offensichtlich nicht alle mitnehmen. Ich war doch vor Sepulva! Ich war vor Sepulva! Wollt ihr mich verarschen? Ich war vor Sepulva, ich hätte es in der Zeit geschafft. Das ist doch ein Witz. Aber kein guter. Hä? Ich war halt echt vor Sepulva. Oh Mann, ey. Fies. Nein, wieso zieht es mich denn da so weit rüber? Ah, den einen Beschleunigungsstreifen erwische ich immer nicht. Und das ist leider der Entscheidende. Sag, wie weit soll ich denn noch vor Sepulva sein hier? So, reicht's jetzt endlich mal. Na, geht doch. Puh, ja, das Level ist gar nicht... Ja, das Level ist nicht leicht, aber dafür habe ich mich doch eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Boah, das war damals echt knackig. Huiuiuiui. So, wir haben uns unseren Hyperantrieb fleißig verdient, würde ich sagen. Hartes Rennen gewesen. So, nochmal draufhauen. Draufhauen hilft immer bei Technik, habe ich gehört. Beste Methode, um Sachen zu reparieren. Level abgeschlossen. Ja, ich weiß, warum wir den goldenen Stein damals nicht geholt haben. Weil ich es wahrscheinlich nur einmal probiert habe und dann gesagt habe, nö. Ich kann es mir gut vorstellen. So, 157. 3 goldene Steine noch. Ja, für Disney Infinity, ich weiß nicht mehr, wie das Podracer-Rennen ging, das war aber auch ziemlich fiesen Podracer. Da gab es irgendwie einen Trick, wie man beschleunigen konnte. Musst du nochmal das Video anschauen. Ich glaube, es ging mit dem rechten Stick oder so. Auf jeden Fall konnte man da irgendwie beschleunigen, dann war es leichter. Musst du nochmal nachschauen. So, Podrenner auf dem S-Play. Wir haben es geschafft. Das war nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Anakins Flug haben wir auch geschafft. Das haben wir schon mal anders mal geschafft anscheinend. Was haben wir noch Schönes? Kanonenbolt-Kavallerie, das Original. Und dann machen wir das nochmal nach einer kurzen Pause. Ich muss nochmal aufs Klo. So, los geht's mit der Kanonenboot-Kavallerie. Die Kavallerie ist da. Ich bin die Kavallerie. Wir spielen die Story. Du magst Kekse. Das ist schön. Ich mag auch Kekse. Kekse sind super. Kanonenboot-Kavallerie. Das Original. Also aus dem Lego-Spiel Lego Star Wars 1-3. Die Armee der Republik wurde mobilisiert. Unter der Führung von Mace Windu und Meister Yoda stellen sich die neu gebildeten Klontruppen auf Geonosis der Druidenarmee der Separatisten mutig entgegen. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker greifen in die Schlacht ein, während sie Count Dooku in ihrem republikanischen Kanonenboot folgen. So.
So, da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Zwischensequenz gleich. So, die Zwischensequenz war jetzt nicht so lang. Das Gute ist, dass wir immer noch unbesiegbar sind. Außer wir fallen runter hier. Dann sind wir nicht... Ja, das muss man so spielen, das Level. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, irgendwann wird man dann doch mal getroffen. Wieso zieht es mich da nicht immer so weit rüber? Kamera? Bitte etwas andere Kameraführung an dieser Stelle. So. Gut, das schaffen wir jetzt aber auch, glaube ich. Wir dürfen ja sogar eigentlich in diese Dinger reinfliegen, ohne zu sterben. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Also ich habe, glaube ich, hatte die einzige Möglichkeit gewählt gehabt, die es überhaupt gab, in diesem Level hier für mich zu sterben. Die habe ich geschafft zu wählen. So, Kamera mal ein bisschen nach oben drehen hier. Ah, die Kamera, ein bisschen kann ich die Kamera... Nein, nein, Spiel, wieso drängst du mich denn runter? Kamera, nein, lass mich. Oh mein Gott. Was für eine fiese Kamera, ey. Nein, nicht darüber. Okay, Mann, das ist echt deutlich leichter geworden. Nein, Kamera, lass mich doch da nach oben, Mensch. Schlimm ist das hier. Ganz schlimme Sache mit der Kamera, ich sag's euch. So. Mal gucken, dass wir hier oben hinkommen. Ich muss immer mit dem rechten Stick die Kamera so gleichzeitig nach oben drängen, damit die mich nicht irgendwo runterdrängt. Das ist richtig schlimm zu steuern, ich sag's euch. Richtig übel. So, einmal schnell hier durch. Nicht ganz so schnell. Nein, nein, nicht rüber, Kamera, nicht rüber, nicht rüber, nicht rüber. Oh Gott sei Dank, ey. Nein, nicht rüber, nicht runterfallen. Oh, Kamera. Kamera, was tust du mir an? Ich glaube, die Kamera bewegt sich halt von dem Level immer so ein bisschen. Und wenn man zu weit nach vorne fällt, dann wird es halt etwas sehr seltsam, die Bewegung. Muss immer so in der Mitte sein, dann funktioniert die Kamera halbwegs. Dann geht es auch halbwegs. Sobald man nach vorne geht, zieht es einen halt runter. Dann wird's fies. Lieblingsklon habe ich eigentlich keinen. Nein, Kamera. Ach, Kamera. Ja, toll, jetzt muss ich hier wieder anfangen. Na, wunderbar. Okay. Ja, ich habe die Dinger nicht schnell genug kaputt gemacht und dann hat die Kamera mich nicht mehr, die restlichen Sachen nicht mehr machen lassen. So, schön in der Mitte bleiben, damit eine Kamera nicht wieder in irgendwelche Abgründe zieht. Hab gehört, das macht sie ganz gerne hier. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Dinger wieder rechtzeitig, dass wir die Dinger da vorne kaputt machen und dann auch durch das Tor durchfliegen können. Ja, die Kamera ist, also ich habe das lange nicht mehr gesagt, dass die Kamera so schlecht ist in Lego-Spielen, aber in dem Spiel hier, in der Mission hier, da ist die Kamera wirklich in Bestform, muss man sagen. Das ist zum Verzweifeln. So, nicht zu weit vorfliegen. So, eins haben wir schon kaputt gemacht. Zweiter auch noch kaputt gemacht. Ja, damit sind wir durch den nächsten Checkpoint durch. Ah, den Teil von Level gab es auch noch. Ja, ich erinnere mich. Jetzt gehen wir, was wir hier tun mussten. Im Zweifelsfall Dinge kaputt schießen. Wahrscheinlich die Dinge alle kaputt schießen hier. Das ist natürlich easy. Ups, Dankeschön, J-Star Graf. Wie viel ich so viel Geld in Star Wars hier bekommen habe, ich habe diese Multiplikatoren an. Siehst du diese Multiplikatoren? Also da links oben, da rote Steine und so. Du musst die roten Steine einsammeln, dann kriegst du Multiplikatoren. Ich schaff's schon wieder nicht in der Zeit rechtzeitig, glaube ich. So. Und mit diesen Multiplikatoren geht das dann. So, jetzt fahren die noch nach oben und dann muss ich ganz schnell aber hier durch. So, mal gucken, ob wir das hingekriegen. Oh, da muss jeder Schuss treffen. Ja, jeder Schuss hat getroffen. So, das Level war ein bisschen einfacher, muss man sagen. Also einfach die Multiplikatorensteine, die roten, einsammeln. Dann alle gleichzeitig aktivieren und dann hat man irgendwann so einen ganz hohen Multiplikator und dann ist es kein Problem. Hättest du aber einfach so im Chat schreiben müssen. Hätte ich dir auch so beantwortet. So, Mos Eisley Cantina, es geht zurück. Zwei goldene Steine nur noch. Zwei goldene Steine. Hype. Dum-dum-dum-dum. So, das hätten wir geschafft. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.